macht richtig, richtig Laune, hereinzukommen, das ganze Hotel wachsen zu sehen, diese Geschichte zu erzählen und zu interpretieren über das Franz in Wien. Auch die Speisen, die wir auf der Karte anbieten, das sind altbekannte Wiener Schmankerl, wie man so schön sagt, aber einfach neu interpretiert. Es ist ganz anders, als es sich vielleicht die Leute erwarten. Das wird ein New Hotel, das wird ein ziemlich funky Lifestyle-Hotel. Du kannst dir Musik anhören auf der Teufelbox, du kannst sämtliche multimedialen Dinge nutzen, du kannst aber auch einfach nur in unseren verdammt gemütlichen Betten ein bisschen abchillen. Wir haben uns dafür entschieden, hier ein Kunstprojekt in unsere Häuser zu bringen. Es ist fantastisch geworden. Maximilian Magnus hat sich hier einfach mal ausgetobt. Auf der einen Seite hast du die Geschichte, die Kunstgeschichte in Wien und dann so ein frisches, freches Hotelkonzept mit New. Fühlt sich gut an, verewig zu sein hier. Ich glaube, ich spreche dafür das ganze Team, das da schon mit den Hufen scharrt und jetzt endlich an den Start möchte, nach so langer Zeit der Entwicklung und so viel Herzblut, was wir hier reingepackt haben. Ich garantiere, wenn ihr zu uns in das Hotel kommt und diese Geschichte euch anhört, dann könnt ihr definitiv eure Geschichte erzählen, was wir hier in diesem Hotel aufführen, dass ihr eine gute Zeit habt.